Erneut Unruhen in Großbritannien. In Sunderland im Nordosten des Landes ist es nach dem tödlichen Messerangriff auf Kinder bei einem Ferientanzkurs zu weiteren Unruhen gekommen. Laut Polizeiangaben wurden 8 Personen festgenommen. 3 Beamte mussten im Krankenhaus behandelt werden. In Liverpool versammelten sich hingegen mehrere hundert Menschen im Stadtzentrum, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Nach einer Messerattacke in der Küstenstadt Southport waren 3 Mädchen gestorben. Der Angriff sorgte in Großbritannien für Entsetzen. In mehreren Städten kam es zu Unruhen. Im Internet kursierten schnell Spekulationen und Falschinformationen über den Hintergrund des Verdächtigen. Das Motiv des 17-jährigen mutmaßlichen Täters ist hingegen noch unklar.